Hallo zusammen, willkommen zurück zu einer neuen Folge The Witcher Wild Hunt. Wir sind ein bisschen unter Zeitdruck. Wir haben 8:30, wobei ich mir nicht sicher bin, ob das 8:30 morgens sein soll, wenn das hier wirklich... Ja, wobei die Sonne steht noch im Himmel, ne? Wir haben um Mitternacht ein Date auf der Reuseninsel und wollen bis dahin noch möglichst viel von dieser schönen Gegend hier erkunden. Oh ja, okay, was genau? Ein bewachten Schatz, aber wer bewacht den denn? Brief mit Wasserschäden. Molka, ich weiß, dass du nicht mehr schmuggelst. Du hast genügend Geld gespart und willst das Risiko nicht mehr eingehen, sondern deine Zeit mit Frau und Kindern genießen. Aber ich muss dich um einen Gefallen bitten. Wir müssen noch eine Ladung verschieben. Die letzte, versprochen. Es ist ein einfacher Auftrag. Nur ein paar Kisten. Das Risiko ist gering. Die Belohnung hat es in sich. Bitte mach es. Wenn nicht um des Geldes, dann um der alten Zeiten willen. Bert. Was für ein kleiner Schatz. Können wir mal die Quest verfolgen? Wir wissen ja, dass uns der nächste Weg zu Kira führt. Jetzt hoffe ich nur, dass da nicht allzu viele Ertrunkene auf uns warten. Aber ich glaube, wir können mit der Armbrust unter Wasser schießen, oder? Ich hasse ja Kämpfe unter Wasser, wenn ich ehrlich sein soll. Du musst schon ein bisschen besser zielen, Geralt. So geht das nicht hier. Na also. Hey. So. Dann haben wir das erledigt. Dann tauchen wir jetzt vorerst nochmal ganz kurz auf und holen ein kleines bisschen Luft. Und dann geht es wieder abwärts und wir schauen mal, was wir hier so an Krimskrams finden. Hier ist Krimskrams, jede Menge Krimskrams. Ein Nilfgaardisches Schwert, eine Rune. Und das war's jetzt. Ja, der Schatz ist immens. Die Gefahr lohnt sich auf jeden Fall. Habt ihr Lack gesoffen, Freunde? Wirklich? Das war's jetzt? Meine Güte. Ne, das war nicht so lukrativ, wie ich mir das erhofft hatte. Aber gut. Wir haben den Ort hier erkundet. Wir wissen, wo es weitergeht. Und zwar hier. Ein Häuschen mit ein klein bisschen Glück gibt es bei diesem Häuschen. Eine Möglichkeit, sich zu teleportieren. Das heißt, wir müssten dann den Weg zur Reuseninsel nicht zwingend laufen. Na, hier blitzt und donnert und wir schwimmen hier im Meer. Das ist nicht das Cleverste, was man tun kann. Also schnell raus aus dem Wasser, bevor uns noch der Schlag trifft. So, was haben wir hier? Wieder Banditen. Die machen wir weg. Ich bin dagegen. Ich stehe auf meine Haut. Oha, Freunde, nicht einkesseln hier. Dreckshexer, sagt er jetzt aber. Ach, ihr seid Piraten. Oh, da fliegt der Kopf. So, Wiedersehen. Schön, dass ihr da wart. Ach, das ergibt jetzt sogar einen neuen Ort hier. Ja, vielleicht haben wir ja wirklich einen Wegmarker. Das wird ziemlich cool. Das Unwetter lässt auch langsam nach. Wobei, da hinten blitzt und donnert es noch. Oh, 19 Uhr. Das hat jetzt ganz schön Zeit gekostet hier. Das wollte ich so eigentlich nicht. Das müssen wir uns beeilen. Ich will nämlich echt den Weideler eigentlich nicht verpassen, wenn ich ehrlich sein soll. Jetzt schauen wir noch kurz, ob du noch irgendwas für mich hast. Hast du was? Du hast... Oh, du hast Essenz des Wassers, ist das richtig? Wasseressenz, meine ich ja. Oh, das kostet aber Geld. Nee, ich glaube, kaufen mag ich es mir nicht um das Geld. Aber ist gut zu wissen, dass man das bei dir kriegen könnte. Leb wohl. Leb wohl. So, jetzt wird es langsam Zeit, dass wir hier irgendwo einen Wegmarker finden. Ich glaube, ich riskiere da mal lieber nichts und mache mich von hier aus auf den Weg jetzt direkt nach Schwarzzweig. Ich will nämlich unbedingt Mitternacht beim Weideler sein. Ich habe
echt Sorgen, dass ich da irgendwas Wichtiges verpassen könnte, wenn ich da nicht bin. Hier, Plätze. Uiuiui, was ist denn hier passiert? Ah, hier haben wir einen Wegmarker. Das ist schön. Langsam. Oh, und Gegner. Ertrunkene. Alles klar. Ertrunkene und ein Wasser. Meine Liebe. Gib ab den Löffel, sonst kann ich mich um dich kümmern hier. Keine Zeit für das ganze Theater hier, hallo? So. Wo ist der Wegmarker? Da ist der Wegmarker. Auf geht's zur Reuseninsel. Lieber sind wir da ein kleines bisschen früher, dann können wir notfalls noch meditieren. Zu spät wäre doof. Da ist schon wieder ein Ghoul. Hallo. Zwei Ghule. Hey, hey. Haut er einfach zurück, der Lump. Bleib stehen jetzt, komm. Wir haben noch nicht ewig Zeit hier. Mit dem Kopf. So. Ist das doch schon 9:30 hier. Die Schnellreise hat auch noch Zeit gekostet. Jetzt aber zackig, Geralt. Oh, Moment. Wir haben einen falschen Marker im Visier. Da hinten war der Steinkreis irgendwo. Oder? Sind wir schon dran vorbeigelaufen? Nein. Da wollen wir lang. Da ist schon eine Meute, die sich versammelt. Hallo, lieber Weideler. Ich komme bald wieder. Na gut, machen wir Pause. Bis Mitternacht. Alles wurde wieder aufgefüllt. Sie werden erzählen von all ihren Plan. Sei gegrüßt. Gerade rechtzeitig. Gute Leute, seht, wer uns beschützen wird. Ihr braucht euch nicht zu fürchten. Bald rufen wir die wandernden Seelen. Einigen von ihnen kann nicht geholfen werden. Vor ihnen musst du uns beschützen. Halte böse Kreaturen fern, so lange, bis das Ritual beendet ist. Ja, ich tue, was ich kann, ne? Beschütze uns vor allem Bösen und verhindere, dass der Kreis gestört wird. Was bedeutet dies Leben? Ihr wisst es wohl. Eine flüchtige Qual, in der Tod uns holt. Was kommt dann, wenn das Leben entgleitet? Der Mensch über sein eigenes Schicksal entscheidet. Bald schon kommen sie, die wir begraben. Sie werden erzählen von all ihren Plagen. Sprecht ihr diese Seelen frei? Ihr Leid hiermit beendet sei. Lasst das Ahnenfest beginnen. Wo haben wir den Gegner? Hallo. Ihr wandert in dunkler Nacht. Gefangen in der Welt seid ihr. Seht dieses Zeichen.
sanft und schwach. Euch rufen wir! Euch rufen wir! Euch rufen wir! Euch rufen wir! Schwert! Ein Geräusch! Ihr seid aber ein paar, seid ihr schon, ne? Euch rufen wir! Hey, das tut aber weh hier. Das wollte ich doch gar nicht. Ich wollte doch Gwen. Euch richten wir! Alles ist still. Nirgends mehr funkeln. Welche Gestalten lauern im Dunkeln? Ein Wispern, ein Raunen im Wind. Jemand sprach. Die schlägt aber auch immer schneller zurück, als ich schlagen kann. Das ist nervig. Jetzt er weg mit dir. Das war jetzt ganz schön knapp, du. Sapalot. Hört ein Geräusch. Wer hätt's gedacht? Ein Geist durchbricht die Stille der Nacht. Schön, alles rein. Weihrauch, lieb und teuer. Geist, komm heran zu uns ans Feuer. Geist, sprich. Es ist Zeit zu entscheiden. Erzähl uns nun von all deinen Leiden. Erzähl, was hast du auf dem Herzen? Wer bist du? Er weiß es. Ja, vermutlich soll ich ihn nicht fortjagen, Geralt, so eine doofe Frage. Soll ich ihn fortjagen? Nein. Ich bin da, um dich zu holen, Vatermörder. Fort mit dir, böser Geist. Ich verjage dich mit dem Licht des ewigen Feuers. Was bist denn du für eine Pappnase? Welche Abscheulichkeit! Sofort aufhören! Die verlorenen Seelen! Wir müssen ihnen helfen! Ruhe! Ich dulde keine Nekromantie! Hilf uns! Es ist halt echt nicht mein Kampf, aber... besser ist es vermutlich schon, das zu machen. Ihr stört das Ritual. Das ist schwarze Magie. Diese Leute stören die Toten. Das können und werden wir nicht erlauben. Ihr wisst nichts über ihre Bräuche. Schnappt ihn euch und vertreibt die anderen. Ja, schnappt ihn euch. Gute Leute, verlasst diesen Ort nicht. Ihr dürft den Kreis nicht brechen. Alles ist still, nirgends mehr Funkel. Ach, wenn die taumeln, dann kann ich die finishen. Das ist spannend. Oder Weidele one-hitte die einfach alle miteinander. Super. Blut hat den heiligen Boden befleckt. Aber wir können es nicht abbrechen. Hat das Blutvergießen Schaden angerichtet? Der Kreis ist beschmutzt. Alle, die nach menschlichem Blut dürsten, werden kommen. Oh, super. Yay. Wenn es Gottes Wille ist, sind es nur wenige. Und der Weidler kann das Ritual beenden. Wenn du fortfahren möchtest, bin ich bereit. Na, schauen wir mal, was alles aus dem Wasser gekommen ist. Wir müssen kommt. Das Ahnenfest zu Ende bringen. Macht euch bereit! Euch rufen wir! Euch rufen wir! Kommt Seelen! Euch richten wir! Alles ist still, nirgends mehr Funkeln. Welche Gestalten lauern im Dunkeln? Ein Wispern, ein Raunen im Sinn. Jemand schleicht zum Feuer hin. Alles ist still, nirgends mehr Funkeln. Welche Gestalten lauern im Dunkeln? Erscheinungen! Der heilige Boden ist blutbefleckt! Wir können das Ritual nicht beenden! Nein, Leute, rettet euch! Lauft, wenn euch euer Leben lieb ist! So
was nimmt man denn den Hexer mit, wenn man ihn dann nicht dazu benutzt, genau solche Gestalten abzuwenden? Na, das ging doch super. Was hast du denn? Alles ist verloren. Einer der Bauern wird den Hexenjägern von dem Ritual erzählt haben. Dieser Geist, den sie verjagt haben, das ist der Geist deines Vaters, richtig? Er hatte gedroht, wiederzukommen und wird sein Wort sicher halten. Den alten Ambros fürchtet der Weideler nicht. Diese Erscheinung nannte dich einen Vatermörder. Stimmt das? Ja. Wenn ich dir helfen soll, muss ich alles wissen. Warum hast du deinen Vater getötet? Der Weideler möchte nicht darüber sprechen. Oh Mann. Du kannst das nicht alleine schaffen. Du hast Angst, so viel steht fest. Die Erscheinung hat Macht über dich. Ich werde ihn vertreiben, ich muss es tun. Aber ich muss wissen, wo er begraben liegt. Der Leichnam ist bestimmt noch nicht zu Staub zerfallen. Das ist ihre Verbindung zur Welt der Lebenden. Ambros liegt im Sumpf. Gut. Ich suche seine Leiche und sehe, was ich tun kann. Ein bisschen genauere Angabe hast du nicht zufällig. So im Sumpf ist ganz schön vage. Na gut. Aber so oder so wäre das Ritual jetzt nicht zu beenden gewesen, schätze ich mal, weil hätten wir die jetzt nicht alle abgehalten, dann hätten die Wachen das ja beendet. Oh, Wasseressenz. Doch gut gewesen, dass sie es nicht gekauft haben. Und dann wäre so oder so das Ritual gescheitert, also was soll's. Oh, dich können wir bauen, das ist cool. Und Katze ermöglicht das Sehen in totaler Finsternis. Sehr, sehr schön. Na gut, jetzt haben wir das hier erledigt. Wo führt es uns jetzt als nächstes hin? Die Hexersinne nutzen, um die Leiche des Vaters des Weidelers im Sumpf zu finden. Ah, also auch hier im Osten. Das ist quasi gar nicht so verkehrt. Das ist ziemlich cool sogar. Ich glaube, hier war nur noch ein Gwent-Spieler, wenn ich mich nicht täusche. Aber wir könnten theoretisch trotzdem mal hier den Westen noch abgrasen. Da haben wir nämlich noch einige Orte, die wir noch nie gesehen haben. Bevor wir uns jetzt hier um den Osten kümmern. Auf der anderen Seite war hier unten ja auch das Gebiet, das relativ viel stärker war als wir. Das heißt, wir müssen so oder so hier noch irgendwann mal rüber. Nee, dann folgen wir doch einfach mal der Quest. Warum nicht? Die Frage ist nur, wie machen wir das am blödsten? Ich glaube, wir teleportieren uns mal Richtung Lindenthal. Und laufen von da aus einfach gen Süden, oder? Ich denke, das wird das Sinnvollste sein. Also erstmal zum Wegmarker, um von da aus die Schnellreise zu starten. Geralt hat sein Schwert schon wieder kaputt gemacht. Nie passt er auf seine Sachen auf. Echt grausig. Ganz schön still ist das hier jetzt auf einmal. Wenn hier keine Ghule mehr rumzappeln. So. Von hier aus wollten wir nach Lindenthal. Wir könnten allerdings auch, wobei da ist kein Weg rüber, gell, da müssten wir dann schwimmen. Ich würde sagen, wir könnten auch zum Erzdorf und könnten auf dem Weg die Orte noch mitnehmen. Das machen wir aber so oder so, glaube ich. Können wir hier noch die beiden Fragezeichen abklappern, das hier noch mitnehmen. Dann haben wir zumindest noch ein bisschen was an der Welt gesehen auf dem Weg nach Lindenthal. Ich glaube, das bietet sich an. So. Hier wird schon auch nochmal irgendwas abgehen, oder? Wenn wir da mal hinlaufen, vielleicht bevor wir nach Norden gehen. Ich setze mir hier mal einen Marker. Ich glaube, da könnte ein neuer Ort zu erkunden sein, wenn er schon auf der Karte zu sehen ist. Warum nicht?
So, hier kommen wir, Hotti. Lauf, Plötze! Auf die Plötze, fertig, los. Die Wölfe reißen ihn in. Ich muss ihm helfen. Hey, hey, hey. Ach, du bist ein Hundi. Okay, okay, dann bist du ja gar kein Böser. Na dann. Der Hund ist zahm, ein Haustier. Was der wohl hier macht? Beten. Ich wette, er betet. Du hast ja einen Schlüssel am Halsband. Na, das hat sich rentiert, dem zu helfen, oder? Ich glaube, ich soll ihm folgen. Erstmal hier die Kadaver einsammeln. Oh, du hörst dich ganz schön heiser an, Kollege. So, dann zeig mal, wo du hin willst. Lauf, Hundi, lauf. Oder hat eine Lebensanzeige, das heißt, es kommen hundertprozentig nochmal Gegner auf uns zu. Da haben wir es ja schon, oder? Nö, doch, Banditen. Kräftiger Hund. Da drin ist was Schlimmes passiert. Ein neuer Wegmarker. Ich sehe besser mal nach. Ja, wir schauen ja gleich. Ich will aber trotzdem erst noch den Kram aufheben, bitte. Seide hatte der dabei jetzt aber. Sieht ungewohnt aus. Ein Silberbarren, was man halt so da hat ist in so einem unter Sack. Den Bodenbrettern. Vielleicht sind sie lose. Oder ich breche jetzt raus. Tagebuch eines Feuerstuckers, Zappalott. Das Tagebuch ist mir eigentlich relativ wurscht, aber wer mag, viel Spaß beim Lesen. Ruses der Einsiedler, nun lebe ich seit Jahren ein ruhiges Leben, fern der Hektik und des Gestanks der großen Stadt. Als ich freiwillig ins Exil ging, ließ ich die ganze Welt hinter mir und hoffte, dass auch sie mich loslassen würde. Doch in letzter Zeit bemerke ich, dass ich beobachtet werde. Die Zeiten sind unruhig. Der Krieg verwandelt Menschen in Bestien. Ich nehme nicht an, dass es sich um einen freundlichen Nachbarn handelt, der ein Auge auf mich hat. Barilka? Barilka. Meine einzige Gesellschaft steht nachts an der Tür und bellt. Was ist aus Alexis, Hector, Gizmo und Dex geworden? Der Hunger treibt die Menschen zum Ärgsten. Vielleicht schleichen hier Banditen herum? Dummköpfe. Sie wissen doch, dass ich nichts habe. Morgen werde ich versuchen, ihnen alles zu erklären. Das hat dann in dem Fall wohl nicht geklappt. Wer nennt denn seinen Hund Barilka? Meine Güte. Ist da noch was oder warum leuchtet das noch? Ja, da ist nichts mehr. Na gut. Der Hund ist weg. Ein magischer Hund, der Geist eines Hundes. Hier ist echt sonst nichts mehr, oder?
Können vielleicht noch ein bisschen den Ort leer räumen, aber ansonsten. Oh. Von Krähenfels sind einige arglistige Feiglinge desertiert, die nun in kleinen Gruppen aus je einer Handvoll hasenherziger Schurken diesen Landstrich heimsuchen. Reisende sollten besonders wachsam sein. Ich bin Reisender, also bin ich wohl wachsam. Ha, dafür war der Schlüssel wohl nicht. Ich hoffe, du hast ihm den Schlüssel abgenommen, wenn du ihn schon am Halsband gefunden hast. Da haben wir noch Krimskrams. Da gibt es wohl nicht viel zu holen da drin. Und hier? Hier ist offen, das ist gut. Aber auch nicht viel zu holen. Na gut. In dem Fall sind wir hier wohl schon wieder fertig. Dann könnten wir jetzt theoretisch das Boot nehmen und rüberschippern. Dann wären wir eigentlich relativ schnell bei unserem Ziel und dann auch direkt im Reich dieser Mumen vom Buckelsumpf. Das würde uns eigentlich relativ schnell voranbringen. Wählen wir das doch mal. So ein schönes Boot. Auf geht's. Mit Schub voran. Ja, die Bootsfahrerei. So richtig spannend ist das immer nicht, aber es geht doch recht schnell voran. An dem Baum da oben waren wir doch auch schon mal, oder? Das war doch da, wo uns die ganzen Gestalten alle irgendwie aufgelauert hatten, die viel höheres Level hatten als wir. Schon eine schöne Landschaft eigentlich. Ja. Und ihr so? Ist euch auch langweilig? Ich hoffe nicht. Oh, wir laufen auf Grund. Das wollen wir nicht. Weil hier hat der Weidele offensichtlich seinen Papa irgendwo verloren. In dem Fall suchen wir doch mal. Mit Hilfe der Hexersinne. Oder sehe ich doch schon wieder Gestalten rumwabern, oder? Was seid ihr? Mord heute. Hallo. Vielleicht eigentlich, wenn ich eine von euch irgendwie low bringe, dann bringst du den Rest um, oder? Hey, langsam, Freunde. Jetzt, ja, genau so machen wir das. Kaputt, Nick. Hey, bist du mir nachgelaufen zum Explodieren? Das ist aber auch neu, oder? Tatsächlich. Die haben gelernt, sich zu bewegen, wenn sie explodieren. Okay. Das macht das Ganze jetzt ein klein bisschen weniger einfach, aber... Wir schaffen das trotzdem. Okay. Hier ist doch was. Hast du die einfach hier liegen lassen? Wow. Erhalten. Auch wenn der Weideler ihm den Kopf eingeschlagen hat. Ich sollte die Leiche verbrennen. Dann müsste der Geist verschwinden. Verlasse die Welt der Lebenden und kehre nie wieder zurück. Gut, dass so ein Hexer immer Feuer dabei hat. Das ist echt praktisch. So, wenn wir jetzt schon mal hier sind, dann fahren wir jetzt nicht direkt wieder zurück zum Weideler, sondern
Hier ist eine Quest. Bin mal gespannt, ob da auch ein Ort ist zu der Quest. Wir bleiben auf jeden Fall hier drüben, bis wir irgendwo den Wegmarker finden. Damit wir hier nicht jedes Mal wieder herkutschieren müssen. Bleib weg vom Nebel, wenn dir das Leben lieb ist. Okay. Pass auf, Herr. Ein Monster streift durch den Sumpf. Geh in den Nebel, dann wirst du nie mehr nach Hause kommen. Dieses Monster. Erzähl mir mehr. Ich habe es selbst nur einmal gesehen. Und das aus der Ferne und nach Einbruch der Dunkelheit. Es drehte sich um und ich sah Augen wie glühende Kohlen und ein Maul voller Reißzähne. Humanoid, nachtaktiv. Der erste Angriff, weißt du noch, wann der war? Vor einer Woche ungefähr, als Borin verschwand. Merek und Tomil haben ihn gesucht, aber die sind auch nicht wiedergekommen. Ich hatte Angst. Niemand traut sich mehr in die Sümpfe. Das Lager ist verlassen. Und das bei so hervorragendem Torf. Kohlschwarz und ölig. Brennt toll und ist geeignet zum... Faszinierend, um jedoch beim Thema zu bleiben. Ich kann helfen. Gegen eine Gebühr. Freilich. Nicht mal ein Ochse zieht den Pflug umsonst. Wie viel magst du denn zahlen? Ich fürchte, ich brauche mehr als ein Ochse. Wie viel genau willst du zahlen? Fangen wir mal bei der Hälfte dieser Leiste ungefähr an und lass uns dann runterhandeln, hätte ich gesagt. Oh, Meister, du verkaufst deine Dienste aber teuer. Oh, okay, hätte ich vielleicht doch höher ansetzen sollen. Ich bin einverstanden. Das hat sich rentiert. Na schön. Zeit, dass ich mich dran mache. Wo finde ich das Monster? Geh nach Süden. Aber Vorsicht, über den Sümpfen ist die Luft schlecht und voller Pocken. Brennt in den Augen, kratzt in der Kehle. Zum Ersticken. Ich glaube, wir als Hexer schaffen das, oder? Okay. Da haben wir also ein neues Questziel. Schauen wir mal, dass wir das vielleicht zuerst mal kurz... Ist das gar keine Nebenquest? Ist das eine Hauptquest? Ah ne, ist ein Hexauftrag. Mein Fehler. Hier, das Ding aus den Sümpfen. Ah, das ist ja ganz in der Nähe. Ja, dann schauen wir da doch mal vorbei, oder? Wenn wir schon da sind. Oder machen wir das bei der nächsten Folge? Eigentlich können wir das aufs nächste Mal verschieben. Ich glaube, an der Stelle können wir wieder ein kleines Päuschen machen. Wenn euch das Video soweit gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn ihr einen Daumen hoch geben könntet. Wenn ihr mehr Gameplay-Videos sehen möchtet von The Witcher, Last of Us, Beat Saber etc., dann lasst auch gerne ein Abo da. Ich würde mich sehr freuen über die Unterstützung. Ansonsten bedanke ich mich wie immer fürs Zuschauen, wünsche noch eine gute Zeit, bis zum nächsten Mal.